Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben uns hier vor einem Orklager verschanzt, wo ich jetzt persönlich nicht so viele Orks erkenne, zumindest. Aber das ist erstmal Nebensache, wir müssen noch zwei Razor finden. Das ist jetzt erstmal unsere Hauptaufgabe. So, wo haben wir sie denn? Hier, haben wir sie schon. Einer übrig. Null Razor übrig. Okay, ganz ehrlich. Ich würde gerne wissen, was du für ein Ding bist. Bluthund. Da ist auch noch eine Mine. Okay, okay, okay. Ja, den letzten Rest scheiße ich drauf. Ich gehe erstmal zurück zur Base. Mein Erkundungsdrang kommt schon wieder durch, aber sonst komme ich wieder mit den ganzen Quests durch den Wind. Durcheinander. Euch mache ich auch noch platt, keine Angst. Ihr seid alle dran. Früher oder später seid ihr alle dran. So, dann gehen wir mal zu Greg. Vielleicht ist er irgendwann mal zufrieden mit uns. Wir machen unsere Arbeit schließlich. Die anderen sitzen alle faul rum. Und dann schauen wir mal, würde ich sagen. Ob unser Captain zufrieden mit uns ist. Okay, hätten wir die Piratenrüstung angezogen, dann hätten wir es deutlich schwerer gehabt hier. Die leichte Drachenrüstung ist schon ganz in Ordnung. Ich hätte auch tatsächlich keinen Bock gehabt auf diese Idioten von Piratenkollegen da mit zu achten. Die wären alle hops gegangen, hundertprozentig. Spätestens bei den Orks, wenn die alle verreckt. Spätestens bei den Orks. Die werden da so blind reinmarschiert. So, die hocken ja alle nur noch auf ihren vier Buchstaben. Das war doch schon vorher klar. Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Ich habe die Razor. Ich habe alle Razor getötet. Sehr gut. Du scheinst ja ganz brauchbar zu sein. Ich brauche die Banditenrüstung. Hast mächtig was auf dem Kasten. Eigentlich sollte Bones mit der Rüstung die Banditen ausspionieren. Aber ich sollte besser dir den Job überlassen. Du hast vielleicht sogar eine Chance, da heil wieder rauszukommen. Sprich mit Bones, er soll dir die Rüstung geben und dann gehst du damit zum Banditenlager. Ich muss wissen, warum die Drecksäcke überhaupt in unser Tal gekommen sind. Aye, aye, Captain. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Das ist eine schlimme Sache. Was weißt du über Raven? Soweit ich weiß, war er früher Erzbaron. Eine ziemlich große Nummer in der Kolonie. Ich habe keine Ahnung, warum er hier ist und warum die Leute ihm folgen. Aber ich bin mir sicher, er brütet etwas aus. Er ist nicht der Typ, der sich im Sumpf versteckt. Aha. Wo ist dein Schiff? Das glaubt mir kein Mensch. Da ist monatelang kein Schiff zwischen hier und dem Festland unterwegs. Monatelang. Und das erste Schiff, dem man begegnet, ist ein vollbesetztes Kriegsschiff des Königs. Vom Kiel bis zum Masttop, voll mit Paladinen. Das nennt man wohl Pech. Das kannst du laut sagen. Die haben uns kurzerhand versenkt. Ich bin der Einzige, der es bis zum Ufer geschafft hat. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe einen Tunnel gefunden. Bei der alten Pyramide war von ein paar Morgiern bewacht. Hab mich an den Blindfischen einfach vorbeigeschlichen.
Zuerst dachte ich, das wäre eine alte Grabkammer und wollte nur mal gucken, ob da was zu holen ist. Hab nicht schlecht gestaunt, als ich plötzlich in meinem geliebten Tal rauskam. Dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens vor der Miliz wegrennen. Das ist eine schlimme Sache. Ja, denn? Das interessiert mich. Bones war der Schwertträger da hinten, der unbedingt er trainieren muss, ne? Hat auf die falschen Leute gehört. Wo kann man sich drauf verlassen? Okay, ich dachte, ich könnte immer noch mit dem reden nochmal. Ja, das hat er wirklich behauptet. Jetzt auch nicht so viel. Eine Pfanne. Was auch immer ich mit einer Pfanne machen kann. Ich bin ganz deiner Meinung. Du sollst mir die Banditenrüstung geben. Befehl von Greg. Von Greg? Boah, ich dachte schon, ich müsste doch noch gehen. Dieser Speerjob im Banditenlager ist der reinste Selbstmord. Lieber hole ich mir den Strafdienst von Greg, als mich von diesen Banditen umbringen zu lassen. Die Rüstung? Ach ja. Hier hast du sie. Sei bloß vorsichtig. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Wer kann mir hier was beibringen? Henry und Morgan führen unsere Entertrupps an. Sie können dir beibringen, wie du besser kämpfst. Henrys Leute sind alle mit Zweihandwaffen ausgerüstet. Morgan mag mehr die schnelleren Einhandwaffen. Wer noch? Keine Ahnung. Für was anderes habe ich mich nie interessiert. Aber ich bin mir sicher, dass Alligator Jack oder Samuel dir bestimmt noch den einen oder anderen Trick zeigen können. Dankeschön. Von mir erfährt keiner was. Stellt sich das immer so einfach vor? 20. Ja, dann lernen wir mal wieder ein bisschen Einhand, würde ich sagen. Ich hab für sowas keine Zeit. Was ist mit dir los, Bill? Toll. Jetzt hat Greg mich zum Brettersägen verdonnert. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Da fragst du am besten den Captain. Unterricht. Einhandwaffen, 10 Lernpunkte 5. Und denk dran, an diesem Geschwätz von Ehre ist nichts dran. Entweder du tötest ihn oder er tötet dich. Meister! Hey! 60, sehr geil. Sehr, sehr gut. Einhandmeister. Francis. Hey, du. Idiot. Lass mich bloß in Ruhe. Gut, wir sind jetzt Einhand-Schwertkampfmeister. Es kommt. Ja, bis zum nächsten Morgen. Und dann schauen wir mal, was die mittlere Banditenrüstung kann. Ist das wirklich? Piratenrüstung. 35. Was ist das? Er hat auf die falschen Leute gehört. Okay, ich überlege jetzt gerade, das ist eine schlimme Sache, ob ich nochmal in diese Mine gehe, wo wir diesen komischen Bluthund gesehen haben. Klatsche einfach mal hin und guck mal, was da ist. Das interessiert mich schon so ein bisschen. Da kommt wieder dieser Erkundungsdrang aus mir raus. Mal ein bisschen rumschleichen, ein bisschen gucken hier, ein bisschen gucken da. Lager auch machen. Ein paar Orki-Orks killen. Mal ein paar Orks abschlachten kommt immer ganz gut. Ne? Vor allem, wir haben jetzt eine etwas dickere Waffe, wie wir beim letzten Mal, wo wir in der Stadt vor Korinis die Orks geplättet haben. Da hatten wir ja noch das etwas schlechtere Schwert und waren noch kein Einkampfmeister. Einhändiger Meister, oder wie man sich da ausdrückt. Ah, nice Drehung, habt ihr die gesehen? Nichts zu holen. Das ist doch bestimmt wieder ein Versteck oder so ein vergrabener Schatz. Und wenn ich Entwickler wäre, hätte ich hier nichts hingepackt. Hm.
Dumm, dumm, dumm. Ich freue mich schon, wenn ich wieder zur Burg kann und alles vor der Burg den Erdboden gleich machen kann. Das gibt richtig schön dick Erfahrung. Wie gesagt, probieren wir immer studieren. Komm her. Oh, zwei schaffe ich nicht. Ich will nur mal gucken, wie viel Schaden ich gegen die mache. Okay, einer wird kein Problem sein. Zwei allerdings schon. Einer ist kein Problem, die hauen wir so weg. Boah, und Armbrust muss ich auch noch hochkriegen, ne? Wir brauchen tonnenweise Erfahrung. Wo geht's denn überhaupt hier oben hin? Ich gehe erstmal in die Höhle. Okay, hier sind noch drei Blaufliederilskis. Hallo, ist hier jemand? Ich sag einfach Hello again. Mit mir durch die Zeit vergehen. Ein Ring. Ich hab so viele Ringe, ich weiß nicht, welchen ich aufgehoben hab. Rechts, links, links, rechts. Oh, rechts, links, links, rechts, rechts, links. Auge der Flammen. Okay, hier ist gar nichts. Gehen wir mal hier weiter. Gefunden. Noch mehr Lederbeutel. Pech. Und eine Steintafel. Horn eines Schattenläufers. Horn eines Schattenläufers. Wagfell. Wagfell. Was haben wir denn für eine Steintafel? Magie 3, Magie 1. Pilz, ein Butlerfleisch, eine Rune. Was haben wir denn für eine Rune? Mittlere Wunden heilen. Oh, nice. Das ist geil. Drei magische Kreise, was? Zu niedrig, um Rune anzulegen. Kreis 3, okay. Da braucht man irgendeinen Kreis.
Okay, die Höhle hat sich gar nicht. Die war, hat sich gelohnt. Die war nicht schlecht. Wie geht's denn hier raus? Hier? Jetzt würde ich gerne mal nochmal oben über diese komische Brücke gehen, die wir gesehen haben. Diese Steinbrücke. Oh. Da hinten würde ich gerne nochmal rüberklettern. Einfach nur mal gucken, was da ist. Wenn man da irgendwie hochkommt. Von der Seite sieht es schlecht aus. Aber von hier sieht gut aus. Ob hier auch irgendwie Orks sind? Ist das so ein Gang? Hallo, ich will den Blauflieder da haben. So, jetzt. Was irgendwie so eine Brücke für die Orks ist? So ein Zugang? Eine Abkürzung oder sowas? Soll ich Angst vor dir haben oder was? So, sammeln wir mal wieder hier ein bisschen Shit ein. Oh, da war noch ein Pfeil. Ich habe etwas gefunden. Eine Steintafel, ein silberner Ring und Schwefel. Steintafel, Steintafel. Jo, lernen wir auch. Nichts zu holen. Nicht da ist nichts zu holen. Okay, wo sind wir denn hier? Erstmal alles looten und dann umgucken. Mein Vorlamine. Doch richtig gesehen, das Blinzeln in meinem Auge. Links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Hm, nicht schlecht. Also wir haben ordentlich Gold. Ich mache mal eine Zwischenspeicherung. Machen wir mal hier. Scheißring. Hier ist nix. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Boah, beim ersten Mal direkt. Nice. Oh shit. Oh, keine Dietriche mehr. Oh shit. Ja, komm her. Nichts zu plündern. Okay, da geht's zu irgendwelchen Dingsbums-Dinger. Ah!
Heilpflanze, nice. Ja, du bist auch noch dran. Einen nach dem anderen. Nichts zu plündern. Okay. Ja, wuppdiwupp. Ah, die Truhe bringt mir wahrscheinlich auch nichts. Spruchrolle, Trank. Noch ein Trank und noch ein Trank. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Scheiße. Was sind das für Geräusche? Da, wo bin ich hier? Der Sumpf. Ich bin im Sumpf, oder? Feuerteufel. Warum ist der unsichtbar? Nichts zu holen. Gespenster, ne? Irgendwas war doch mit einem von den Wassermagiern. Irgendwas wegen Gespenster. Bevor hier noch mehr kommen, ziehe ich mir erstmal ein paar Heiltränke rein. Feuerteufel, wir haben einen Feuerteufel gesehen, beziehungsweise gekillt auch tatsächlich. Gut, dass wir schon so viel Damage und Schaden ausrichten, sonst wäre das Add-on echt knackig geworden. Ah, da ist oben ist wieder eine Kiste. Bringt mir nichts, weil ich keine Dietriche habe. Na gut, vielleicht ist sie ja auf. Ich gucke gleich mal jeden Moment, ob sie auf ist, die Kiste, aber ich bezweifle es. Oh, die Spitzhacke hat sich definitiv schon gelohnt. Die 300 Mäuse für die Spitzhacke. Die war gut investiert. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Drachenblut, nice. Goldener Ring. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, habe ich mir gedacht. Was bist du für ein Ding? Da ist nichts zu. Noch ein Kreuz. Nee, doch nicht. So, und alles einsammeln und looten. Ich meine, wir mussten sowieso in den Sumpf, also von daher, nichts zu plündern. Ist das jetzt gar nicht so verkehrt, was wir hier machen? Viecher, die kenne ich auch noch. Komm her. Das ist Schlüssel? Ich loote die immer so schnell. Hm.
Okay, lass mich erstmal nochmal hier kurz hier vorne gucken. Das gute Sumpfkraut hier. Das wollen wir ja nicht vergessen, ne? Oder liegen lassen, sagen wir mal so. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Banditen gesehen. Moin! Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Das ist nur so eine Ruine, ein fetter Baum. So. Ah, so macht das Spiel schon Spaß, wenn man einfach nur so durchmarschiert. Achso, da ist Ja, aber den Sumpfrad habe ich gar nicht gesehen. Nichts zu plündern. So, dann buddeln wir hier nochmal. Hau, ruck. Hau, ruck. Hau, ruck. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Zwei Spruchrollen, nice. Snapperkraut, sehr gut. Hä? Was war das? Wieso komme ich da nicht durch? Da ist nichts zu holen. Ich finde das klasse, wie wir hier so durchmarschieren. Finde ich richtig gut. Jetzt bist du dran! Holy shit! Holy shit! Ich krieg dich noch! Damit konnte ich ja jetzt gar nicht rechnen. Okay, ist das ein Toter da oder was ist das? Lenz. Oh. Was ist denn das da für ein Ding? Habt ihr das gesehen? Okay, bevor ich weitermache, einmal hochheilen. Und dann ziehen wir einmal die Rüstung an und gucken, ob wir nochmal durchkommen. Oder ob die uns jetzt nochmal angreifen. Ah, sieht nicht so aus. Du schon wieder? Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Wie komme ich zum Lager? Folge einfach dem Steg. Aber wenn du in die Mine willst, musst du an Franco vorbei. Er erwartet von allen Neuen, dass sie sich erstmal eine Weile hier draußen abrackern. Erzähl mir mehr über die Mine. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du rein willst, stell dich gut mit Franco. Er ist hier draußen der Boss. Er entscheidet, wer als nächster rein darf. Aber er wird dich nur reinlassen, wenn du hier draußen nicht die Eier schaukelst. Also geh zu ihm und lass dir eine Aufgabe geben. Jawohl. Wo finde ich diesen Franco?
Er hängt meistens auf dem Vorplatz zum Lager rum. Stell dich bloß gut mit ihm, sonst bekommst du am Ende noch so einen Scheißjob wie ich. Musst du hier die ganze Zeit rumhängen? Ich soll alle Neuen untersuchen, damit sich bei uns kein Spitzel einschleicht. Aber das kannst du vergessen. Ich meine, wir sind hier am Ende der Welt, mitten im Sumpf. Niemand kann uns finden, niemand wird uns finden. Und warum sollte sich jemand die Mühe machen, einen Spitzel zu uns zu schicken? Was gibt's Neues? Nee, im Moment gibt's nichts Neues. Okidoki, viel... Scheiße, noch ein neuer. Hä? Auch wegen des Goldes hier, was? Gold? Jetzt hör auf. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Alle Neuen, die hierher kommen, wollen in die Mine. Aber stell dir das bloß nicht so einfach vor. Okay. Okidoki, wir sind im Banditenlager angekommen. Ich würde hier leider wieder ein kleines Folgenpäuschen machen. Ich geselle mich mal zu den beiden Jungs hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.